Die Kontrolle des lawinenverschütteten Suchgeräts, der sogenannte LVS-Check, ist eine wichtige und einfache Standardmaßnahme, die wir vor Antritt jeder Tour empfehlen. Am Ausgangspunkt vor der Hütte bei der Bergstation. Die Minimalvariante dieses LVS-Checks stellt der sogenannte kleine LVS-Check dar. Dabei geht es darum, zu überprüfen, ob alle Teilnehmer ihr Gerät im Sendemodus am Körper mittragen. Für diesen kleinen LVS-Check gibt es zwei Varianten. Ich lasse die Teilnehmer an mir vorbeigehen und kontrolliere die Sendefunktion. Mein Gerät ist im Suchmodus. Die zweite Variante ist, ich nutze die Technologie der meisten modernen LVS-Geräte, den sogenannten Gruppencheck-Modus. Damit wird der Empfangsradius auf 1 Meter eingeschränkt und ich kann auf meine Teilnehmer zugehen in diesem Modus und die Sendefunktion auf relativ engem Raum überprüfen. Noch ein Hinweis zum Gruppencheck-Modus. Wenn mein Gerät diese Funktion besitzt, dann verwende ich sie immer. Damit stelle ich sicher, dass ich wirklich jeden Teilnehmer einzeln kontrolliere. Eine etwas aufwendigere Form stellt der große LVS-Check dar. Dabei wird sowohl die Suchfunktion als auch die Sendefunktion der Geräte überprüft. Beim großen LVS-Check stellen sich alle Teilnehmer im Halbkreis auf, ca. 2 Meter Abstand. Der Teilnehmer, der die Kontrolle durchführt, dessen Gerät befindet sich im Sendemodus. Alle Teilnehmer schalten nun ihr Gerät auf Suchen. Okay, alle LVS-Geräte bitte auf Suchen und beim Hochfahren des Prozessors den Batteriestand ablesen. Anschließend meldet mir jeder Teilnehmer seinen Batteriestand und seine Distanzanzeige. Katharina? 2/3 und 9,6. Danke. Gerhard? 100% und 4,1. Okay, alle bitte jetzt die Geräte wieder auf Senden und Verstauen. Im Anschluss an den großen LVS-Check erfolgt immer der kleine LVS-Check, das Überprüfen der Sendefunktion. Okay. Da es eine Vielfalt an LVS-Geräten mit unterschiedlichen Zusatzfunktionen gibt, ist es enorm wichtig, dass man erstens die Gebrauchsanweisung studiert und zweitens mit seinem Gerät übt.